Hallo, liebe Freunde auf MyQTube. Hier sind wir wieder aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis Gifhorn. Und bei uns ist heute wieder schwer was los. Wir haben zu Besuch nämlich Jean, der arbeitet hier im Nachbarort in einem Unternehmen und ist mal zufällig vorbeigekommen, weil er sich für die Landwirtschaft interessiert und kommt jetzt ab und zu mal zu Besuch. Und heute, naja, heute geht es etwas drunter und drüber. Warum? Das seht ihr jetzt gleich. Hier sind wir im Abkalbestall und heute haben wir ein freudiges Ereignis, besser gesagt gleich zwei freudige Ereignisse. Wie ihr seht, hat unsere Kuh, die 88, die Elvira, Zwillinge bekommen. Und zwar hat sie zwei Kuhkälber. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, da sie das Euter auch mal wieder nicht finden, dass diese Kuhkälber auch frühzeitig die Muttermilch bekommen. Wir haben nämlich die Kuh gemolken, etwas abgemolken in den Eimer. Und jetzt werden diese beiden kleinen Mädchen hier zum Saufen gebracht. Beide Hände und mehr zu tun hier mit beiden Händen. Ja, Jean, sowas hast du auch noch nicht gesehen, ne? Die Zwillinge noch nicht. Da ist noch meine Geburt schon. Ja. Wir haben 80 Kühe und bei uns passiert das, würde ich sagen, dreimal im Jahr, dass wir Zwillinge bekommen. Aber dass dann beide auch Kuhkälber sind und somit beide zur Zucht geeignet sind, das ist natürlich selten. Da gehört Glück dazu. Ne, Jean, so geht das nochmal. Jetzt. Ah. Ist er dran? Ist es dran? Ihr könnt es ja jetzt besser sehen als ich. Ich glaube, das Kalb schmatzt jetzt. Und hier im Abkalbestall geht es tatsächlich rund. Und zwar hat sich hier auch noch jemand Artfremdes zu schaffen gemacht. Und da gucken wir mal hier vorne in die Ecke hinein. Da sehen wir nämlich die Katzenmutter. Die natürlich nicht begeistert ist von unserem grellen Scheinwerferlicht. Mit ihren Kleinen. Und ich glaube, ihr seid einverstanden, wenn wir die noch erstmal einen Moment in Ruhe lassen. Und wir schauen da nachher nochmal vorbei. Ihr seht also, hier wird Fruchtbarkeit großgeschrieben bei uns im Abkalbestall.